Hey Freunde, hier ist wieder euer Agentinator und heute geht's weiter mit Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice. Ja, das letzte Mal haben wir angefangen, die ganzen Steine, diese ganzen komischen Steine zu holen. Und das letzte Mal haben wir den Stein aus dem Boot von Jan Mai geholt. Dieser komischen Agentin da, die denkt, dass Larry ein Superagent wäre. Was gar nicht mal so schlecht ist, dass sie das denkt. Und jetzt sind wir auf Fallows Rock. Also dieser komischen Insel, die da halt gefährlich ist und die halt von gefährlichen Felsspitzen umgeben ist. Ja, und jetzt starten wir rein. Darauf geht's. Weiter geht's. In die nächste Runde. So, hier ist ein großes Schiffswrack. Soll ich es vielleicht wieder ins Wasser schieben? Ich bin ja kein Seefahrer, aber der Grund für den Untergang könnten die riesigen Löcher sein. Ja, könnte man so sagen, glaube ich. So, hier ist lauter Schrott. Ein Schrott. Kann man das einstecken? Nein, ich habe mir abgewöhnt, Schrott zu sammeln. Dann gehe ich auch mal auf den Felsen. Briefkasten? Ich bin kein Postbote. Darauf steht Clitcoin UG. Haftungsbeschränkt. Okay, interessant. Satoshi. Platz Polly. Polly. Ah, nicht Polly! Nicht Polly! Ja, ich weiß. Du bist nicht Polly. Das haben wir doch ausdiskutiert. Der lässt mich wohl nicht einfach so vorbei. Ich habe keinen Keks für dich. Keks! 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 Genau, habe ich nicht. Nicht! 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 Du bekommst keinen Keks. Wenn irgendwer versucht, sich Zutritt zu verschaffen, kannst du den fressen. Das muss für heute reichen. Reichen! 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 Der lässt mich wohl nicht einfach so vorbei. Okay, wisst ihr was? Dann mach ich mal einen auf den hier. Die scheinen ihm zu schmecken. Hoffentlich bekommt er keinen Zuckerschock. Alles klar, rein in die Höhle. Hey, wie bist du hier reingekommen? Wie hast du dich an Satoshi vorbeischmuggeln können? Dumme Frage. Ich spreche papageiisch. So ein Zufall. Unser Papagei auch. Das habe ich gemerkt. Ich bin Larry. Larry Laffer. Und was macht ihr hier? Du stehst im Firmenhauptquartier eines Startups, das die Welt verändern wird. Ach, was verkauft ihr denn? Wir verkaufen nichts. Wir revolutionieren Bezahlungen und Verschlüsselungen im Internet. Muss man jetzt im Internet bezahlen? Ja. Wir natürlich nicht. Wir sind Piraten. Oh Mann, Dogs, jetzt blast dich nicht so auf. Aber wir sind Piraten, Lecaque und die furchtlosen Bukakeniers. Wir sind Unternehmenspiraten sozusagen. Oh Gott, du weißt doch sicher, was eine Kryptowährung ist. Dieser eine Superheld verträgt das nicht. Okay. Sorry. Du weißt es also nicht. Wir haben eine revolutionäre neue Kryptowährung. Ich drehe die Augen noch ein bisschen höher. Wir nennen sie Clitcoin. Unsere ausgereifte Blockchain ist super sicher und macht den Einkauf mit dem Wallet erst richtig einfach. Die ganze Finanzwelt zittert vor uns. Genau. Deswegen mussten wir auch in internationale Hochseegewässer ausweichen, statt unser Hauptquartier in einer Weltstadt zu eröffnen. Die haben alle Angst vor uns. Hier können sie nicht an uns ran. Und wir können gefahrlos unsere Server betreiben, die unsere Kryptowährung hosten. Außerdem haben wir hier genug Platz, sie effizient mit Wasser zu kühlen. Davon ist hier genug. Na. No. Schau mal, Larry, hier geht's mit den Typen wie mir mit dir. Wir haben noch etwas Probleme Internetgeschwindigkeit. Aber das bekommt mein kleines technisches Genie noch hin. Nicht wahr, Docs? Muss den Kernel neu kompilieren. Dadurch können wir die Serverlast senken, die Bitrate erhöhen und die Latenz verbessern. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Exzellent. Mm.
Braucht ihr vielleicht noch einen fähigen ersten Offizier für eure Piratencrew? Du meinst, du willst anheuern? Er trägt zumindest ein Matrosenoutfit. Ich glaube, meine Crew ist vollständig. Für Führungsfragen, Visionen und Organisation bin ich selbst zuständig. Um die technische Umsetzung kümmert sich Docs. Du siehst, wir haben da keinen weiteren Bedarf. Ich bin auch noch da. Ach ja, stimmt. Sogar unsere Praktikantenstelle haben wir besetzt. Das war gar nicht so leicht, weil wir so hohe Ansprüche haben. Ich suche hier ein bestimmtes Schiff. Davon gibt's hier genug. Ein altes Segelschiff, die Unsatisfied. Doch, das kenne ich, das Wrack. Wo schwimmt es denn? Und, wo es ist es? Es schwimmt nicht mehr. Es ist gesunken. Wie? Wir haben unseren wassergekühlten Server direkt daneben runtergelassen. Okay, hast du alles vielleicht auch sowas wie einen Schlüsselstein gesehen? Nein, aber ich habe mir das Wrack auch nicht genauer angeschaut. Wir arbeiten hier an der Zukunft. Oh. Da halten wir uns nicht mit irgendwelchen Relikten auf. Naja. Kannst du mir dieses Technik-Dings mit dem Kryptogramm von euch nochmal erklären? Kannst du mir dieses Technik-Dings mit dem Kryptogramm von euch nochmal erklären? Ich habe das Gefühl, dass dir der fachliche Zugang dazu fehlt. Hey, ich habe früher Telespiele programmiert. Echt? Dann ist Kryptowährung für dich sowieso zu hoch. Was genau macht man denn damit? Also, sie ist eine nicht zu knackende Datenbank. Wofür? Für alles. Beispiele? Hör mal, ich habe jetzt keine Zeit für einen Nachhilfekurs. Wir stehen kurz vorm Launch. Vom was? Lounge? Na gut, ich segle dann mal davon. Dann laber ich mir mit dir. Hallöchen. Ich bin Larry. Larry Leffer. Sadie. Heute schon was vor? Klar, wie immer. Doof rumstehen und ignoriert werden. Ich weiß nicht, wie man dich ignorieren kann. Ach, das schaffen die beiden ohne Probleme. Moment, baggerst du mich an? Würde ich nie tun. Na, immerhin. Bei deinem Anblick hätte ich fast was anderes erwartet. Wäre schön, wenn das so bleibt. Klar? Klar. Wie bist du denn hier gelandet? Ey, ich könnte mich so ärgern. Vor 2 Wochen habe ich mein Studium abgeschlossen. Was hast du denn studiert? Betriebswirtschaftslehre. Da habe ich diese Stellenanzeige gesehen für ein Praktikum in einem Startup, das eine Kryptowährung entwickelt. Ich dachte, hey, das ist ja das perfekte Sprungbrett für mich. Dann arbeite ich ein paar Monate im Silicon Valley, mache viel Praxiserfahrung und wenn die Firma zu mir passt, kann ich vielleicht voll einsteigen. Und jetzt bin ich hier. Immerhin hast du den Job bekommen. Ich war die Einzige, die sich beworben hat. LeCacq will von mir nur Kaffee und tut so, als wäre ich seine Sekretärin. Und beim Management darf ich gar nichts machen. Er meint, nur ein Kapitän könnte das Steuer halten. Ernsthaft? Und dann steht er nur draußen und guckt mit dem Fernrohr aufs Meer raus. Oder füttert den hohlköpfigen Papagei. Vielleicht bekommst du ihn. Hohlköpfiger Papagei. Nur damit er behaupten kann, bei ihm werde Diversity großgeschrieben. Diversity, ja, ist klar. Kann ich dir irgendwie in deinem Job helfen? Du kannst mir helfen, was anderes zu finden. Sag ihm das nicht, aber ich schaue mich schon nach einem besseren Job um. Es muss doch eine Stelle geben, wo meine Fähigkeiten wirklich gebraucht werden. Ich hoffe, ich muss nicht schon wieder umziehen. Dieser Captain ist irgendwie komisch. Vor allem ist er kein Kapitän. Ich weiß auch gar nicht, warum er dieses Outfit trägt. Während der Schifffahrt hierher, hing er nur kotzend über der Reling. Ach je. Dein Outfit ist jedenfalls piratisch. LeCacq besteht darauf, dass ich es trage. Er meint, das sei unsere Corporate Identity. Und wichtig für unsere öffentliche Wahrnehmung. Ihr habt einen Firmensitz auf einer Insel, die man kaum erreichen kann, weil riesige Wellen alles zerschmettern und ihr macht euch Sorgen übers Marketing? Er ist nicht so empfänglich für Logik. Aber ich gewöhne mich langsam an den Säbel. Wahrscheinlich brauche ich den noch. Wahrscheinlich ist gut, meine Liebe. Du kannst ihm den Kopf abschlagen, wenn du Bock hast. Bis später. Na komm, ich geb ihm mal den Flyer. Du bist doch unzufrieden mit deinem Job als Praktikantin. Schau mal hier, das wäre doch was für dich. Oh, das klingt wirklich interessant. Könnte was für mich sein. Zugegeben, man muss sich vielleicht ein wenig mit ihren Ernährungsgewohnheiten arrangieren. Ach, da lässt sich sicher auch ein Veganer-Tag in der Kantine durchsetzen. Jedenfalls ist das eine Gruppe, die weibliche Kompetenz besonders zu schätzen weiß. Und wo eine gute, zielgerichtete Organisation herrscht. Ich glaube, du könntest dich da gut einbringen. Okay. Wo finde ich die? Auf Muffington Island. Kannst du gar nicht übersehen. Vielen Dank, Larry. Ich mache mich sofort los. Aber ich muss noch eins tun. Hey,
Lecoq, ich kündige! Also sowas RIP. Undankbares. Das ist echt RIP. Kann ich jetzt der neue Praktikant werden? Meinst du denn, du bist dem Job gewachsen? Wir sind hier First Mover and Shaker. Und wir zerbrechen Dinge. Ich zerbreche dauernd was. Hast du denn Erfahrung? Ich war schon Praktikant bei Prune. Ha! Ein viel zu großer, lahmer Laden. Früher war der mal innovativ, aber heute... Was genau hast du da gemacht? Stripper-Praktikant. Na gut, wir können es ja mal versuchen. Prima! Was ist jetzt mein Job? Ich brauche gerade nichts, aber vielleicht kannst du Docs unter die Arme greifen. Der optimiert gerade irgendwas am Server. Bin dran! Ich segle dann mal davon. Docs, okay, dann laber ich mal mit dem Video. Hey! Was denn? Was genau machst du hier? Ich bin der technische Leiter. Du hast sicher viel Erfahrung. Klar, Alter. Was meinst du, wo ich mich schon alles rangehackt habe? Der Stromausfall? Letztens in You Lost Wages? Alter, das war ich. Aber es gibt doch dauernd Ausfälle, weil das Stromnetz dort so schlecht ist. Ja, das sagen die da oben, um dich zu beruhigen. Hey, und wenn ich dir irgendwas aus dem Darknet beschaffen soll, sag Bescheid. Sag mal, du zockst doch was auf dem Laptop. Gar nicht wahr. Guck. Du hast doch gerade einen Boss-Key gedrückt und jetzt sieht man eine Tabelle. Was? Den kennst du noch? Du verstehst mehr von Technik, als ich gedacht hätte. Also... Was zockst du da? Fortnite. Nie gehört. Worum geht's da? 100 Spieler werden auf einer Insel abgeworfen und müssen sich dann gegenseitig töten. Können die nicht einfach eine riesige Orgie feiern? Alter, du verstehst echt nichts von Computerspielen. Oh, da geht's Gott. Ums Killen, nicht um Sex. Hey! Ich bin jetzt der neue Praktikant. Dann geh mir aus der Sonne. Ich muss gerade was am Server fixen. Da kann ich doch helfen. Mann, ich muss mich erst mal wieder erinnern, wo der Server genau abgetaucht ist. Da könnte mir eins helfen. Bring mir Nachschub von meinem Energy Drink. Alter, meine Konzentration lässt voll nach. Was genau ist das denn? Ist mir egal. Hauptsache, es ist Taurin drin. Ich schau mich mal um. Okay. Ich muss los. Und... Da ich das schon habe, kann ich ihm das direkt in die Hand drücken. Ist das bitte so ein Energy Drink, wie du ihn haben wolltest? Aha, das ist der gute Stoff. Sehr gut. Jetzt weiß ich auch wieder, bei welchen Koordinaten wir den wassergekühlten Server abgesenkt haben. Er liegt und bei -11 und -13. Wie kannst du überhaupt was vergessen? Ey, wenn man so intensiv hackt wie ich, verliert man auch mal den Überblick. Du meinst, zockt. Na Ruhe, du Praktikant. Zeig etwas Respekt vor Leuten in leitender Position. Ich meine, von Leuten in leitender Position. Aber wenn du frech werden willst, dann kümmere dich um den Server. Der läuft im Moment zu langsam. Wir müssen den Turbo-Knopf drücken. Das geht nicht von hier? Nein, nur manuell am Server. An dem Server, den ihr im Meer abgesenkt habt. An einem Ort, den du gerade vergessen hattest. Ich sagte, du sollst Respekt vor Leuten in leitenden Positionen haben. Okay, dann schaue ich, was ich da machen kann. Wo finde ich die Taucherausrüstung? Woher soll ich das wissen? Ich tauche doch nicht selbst ab. Ich habe Allergien. Unter Wasser? Jetzt zeig mal ein wenig Initiative. Meine Güte, dass man seine Praktikanten immer so an der Hand nehmen muss. Okay, wir brauchen eine Taucherausrüstung. Aber wo finden wir die? Weil, ich denke mal, bei Shawnee, denke ich mal. Wir fahren mal hierher. Wir gehen mal zu Shawnee hin.
Der muss ja irgendwo sein. Hä? Wo ist sie hin? Hä? Aber hier liegt ein Heftchen auf dem Boden. Man kann nicht genug Unterlagen bei sich haben. Und jetzt? Hier steht drin, wie man richtig tief tauchen kann, ohne zu ersticken. Aha, mal nachlesen. Also, erst einatmen, dann Luft anhalten und dann abtauchen. Ha, das klingt einfach. Okay. Dann sollten wir jetzt alles haben und jetzt können wir zu minus 11, minus 13 gehen. So, wo ist das? Okay. Wenn ich wüsste, wie man ewig lange die Luft anhalten kann. Hier steht drin, wie man richtig tief tauchen kann, ohne zu ersticken. Aha, mal nachlesen. Also, erst einatmen, dann Luft anhalten und dann abtauchen. Ha, das klingt einfach. Und jetzt? Kann ich das jetzt machen? Wenn ich wüsste, wie man... Klingt zwar absurd, aber natürlich auch noch. Das aber muss die Stelle sein, wo der Server im Wasser steht. Okay, das Heftchen erklärt mir, wie man das mit dem Abtauchen macht. Hättest du nicht irgendwie eine Tauchglocke improvisieren können? Du weißt schon, irgendwo hier im Archipel eine Salatschüssel finden, mit Klebeband abdichten, Luftzufuhr mit umgebauten Feuerlöscher und so. Das hätte eher zu dir gepasst. Ja, aber es gab kein Budget mehr für Assets. Was sind Assets? Keine Ahnung, aber die Stimmen in meinem Kopf sagen, dass sie zu teuer sind. Sogar jeder Satz von uns ist ein Asset. Okay, dann halte ich jetzt die Klappe. Gut, dass wir unter Wasser sowieso nicht sprechen können. Wieder was gespart. Sehr gut. Das muss die Anzeigezeit sein. Das Schiff, mit dem die Gründervölker das Archipel entdeckt haben. Hier ist ein Schiffelstein in der Nähe. Ich kann es dir. Vielleicht hast du auch einfach die Schiffelkrankheit. Und das da hinten muss der Server sein, von dem Doc geredet hat. Okay. Also, erstmal hier hin. Na, die ist völlig verkeilt. Schwimmflügelkiste. Guten Auftrieb haben die. Okay. Irgendwo hier muss noch was sein. Fischernetz. Ich nehme es mit. Die Karten werden für Auftrieb. Das würde für ein. Ja, das war ein wenig der Aufzug an der Bombe, aber ich weiß noch nicht. Jetzt klingt sie, aber ich will sie nicht berühren. Ich soll den Server aufdrehen. Also wollen wir mal. Da scheint man noch mehr rausholen zu können. Okay, jetzt volle Serverleistung. Dann werden sie Stock und Lück freuen. Oh, der Server ist offenbar überlastet und musste die Kühlung verstärken. Vielleicht sollte ich besser in Deckung gehen. Ups, das war mal eine Tür. Okay, sehr gut. Zum Glück war das Schiff schon gesunken. Das ist dann der Schlüsselstein und Sir Muffingtons Überreste. Und weg sind wir.
Hallo, bist du hier? Ja. Wie ist der Status? Ich habe die Gruppe versammelt. Wir warten auf Anweisungen. Gut. Ich muss noch einige Dinge vorbereiten und meine Spuren verwischen. Ich habe auch El Kommandante eine Nachricht zukommen lassen. Er wird bald eintreffen. Dann können wir planen, wie wir Prune vernichten. Sehr gut. Es wird Zeit für... La Revolution! Ah, interessant. Dann haben wir das auch soweit. Dann geht's jetzt weiter. Dann müssen wir nämlich jetzt wieder hier rüber. Hey! Was denn? Der Server läuft jetzt volle Pulle. Krass! Hätte ich dir gar nicht zugetraut, Alter. Ich muss los. So, der Server ist optimiert. Ja. Ich wusste doch, dass auf Docs Verlass ist. Ich hab das gemacht. Natürlich. Und Humor hast du auch. Ich kann Sadie verstehen. Das stimmt. Ich segle dann mal davon. So. Ab zum Schiffsfriedhof. Als nächstes hier rüber. Auf den Vulkan. Boah, ich hasse Zelturlaub. Ja, nicht. Fest verschlossen. Okay, ich denke mal, wir können jetzt, falsch. Wir haben jetzt alle vier Schlüsselsteine. Heißt also jetzt im Klartext, wir können jetzt allesamt einsetzen. Die bekomme ich nicht einfach. Die beiden Sachen. Eins, zwei. Das ist gut. Die bekomme ich. Ich habe sie gefunden. Jetzt muss ich noch reingehen. Wie mache ich das jetzt? Gute Idee. Das hilft mir. Besser nicht. Die beiden. Hä? Pi? Ja?
Haben sie doch jetzt alle vier oder nicht? Das ist doch jetzt dämlich. Auch nichts. Du solltest... Irgendwie passt das bei dir immer öfter, oder? Mir geht's gut. Vielleicht sollte ich dich mal in einen Handyladen bringen. Hast du hier einen gesehen? Guter Punkt. Okay, Leute, ich bin gerade ziemlich überfordert. Ich glaube, wir sollten noch mal hier rüber gehen. Aber ich hab die Kugel doch schon, oder nicht? Wie doof ist das denn? Da ist nichts mehr drin. Ja, sag ich doch. Fest verschlossen. Ich laufe jetzt nochmal mit Nora. Sie sieht aus, als könnte sie sich... Sie sieht aus, als könnte sie sich am kleinen Finger irgendwo hochziehen. Das ist jetzt doof. Habe ich jetzt was übersehen? Ich habe jetzt alles gemacht... Was? Ich habe jetzt alles gemacht, was? Das nervt. Du musst dich doch an mich erinnern. Wovon redest du? Faith, du tust doch nur so. Ich kann doch sehen, dass du mich erkennst. Wobei du zugeben musst, dass dich alle Frauen wütend anschauen, oder? Du meinst also auch, dass sie mich erkennt? Ruhe, du Wurm! Du solltest verschwinden, bevor ich es mir anders überlege und dich wieder einsperre. Hey, du bist ja wirklich hier gelandet. Ja, danke für deinen Tipp. Das ist wirklich genau der richtige Ort hier. Kennst du die Königin? Die weiß, wovon sie redet. Oh ja. Sie hat mich nicht mal nur als Praktikantin angestellt, sondern gleich als Junior Nutrition Manager. Was macht man da? Aufschnitt. Interessant. Wendy? Kann ich eine Audienz bei der Königin bekommen? Natürlich nicht. Die Königin hat strenge Anweisungen gegeben, dass sie nicht gestört werden darf. Warum denn? Was macht sie die ganze Zeit? Sie sagt, sie organisiert uns. Du musst zugeben, dass das wie eine Ausrede klingt, um ein Nickerchen zu machen. Ruhe! Bis später. Ich habe gehört, dass es nicht gut ankommt, wenn man heilige Bücher verändert. Wobei das hier wahrscheinlich auch nicht viel ausmachen würde. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Ich hab sie doch eigentlich alle. Oder nicht? Dann musste ich doch jetzt eigentlich im Prinzip zu dieser blöden Höhle und den ganzen Scheiß einfach nur einsetzen. Aber wie? Das ist voll nervig. Hey! Es muss noch... Ja,
Ja, und jetzt? Die bekomme ich nicht einfach so auf. Ich habe sie gefunden. Jetzt muss ich noch reingehen. Ja. Dann will ich hoffen, dass das was bringt. Das lange Stück flutscht an die richtige Stelle. Oh je. Ah, der Stein passt genau rein. Oh je, ich sehe schon, was das wird. Nein, dann... Rund und sitzt. Da muss was... Eine runde Sache. Ja, eine runde das Sache, Larry. Das war der letzte Stein. Es tut sich was. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da kosmisches Wissen rausweht. Eher so ein modriger Geruch. Boah. Wer weiß, wie lange die Tür geschlossen war und was darin lauert. Okay. Hallo? Ich bin in der Stadt. El Comandante. Hat sich die Gruppe versammelt? Alle warten im geheimen Hauptquartier. Gut, wir sind auf uns alleine gestellt. Niemand wird plötzlich auftauchen und uns helfen. Diese Revolution müssen wir selbst durchführen. Wir haben keine Wahl. Mr. Wang ist gefährlich. Wir dürfen nicht zulassen, dass er die P-Bots ausliefert. Wenn sie erst in allen Haushalten stehen und er sie aktiviert und die Geheimfunktionen so eingebaut sind, wie er es sich wünscht, und sollte es ihm dann auch noch gelingen, Faiths selbstlernende KI in die Finger zu bekommen und diese aufzuspielen, er wäre unbesiegbar. Ja, Wang hätte ein Heer von Superrobotern in jedem Haus in Amerika. Roboter, die er wie Marionetten steuern könnte. Dazu wird es nicht kommen. Wir werden es verhindern. Bis nachher im geheimen Hauptquartier. Und, Nari? Ja? Traue niemandem. Oh je. Ja, traue niemandem. Ich gehe da ey. Erst rein, wenn ich Faith bei mir habe. Irgendwie muss ich sie überreden, hierher zu kommen. Okay, wir gehen jetzt mal auf die andere Insel. Ab zur Dorfmitte. Komm mit mir an einen Ort, wo du deine Erinnerung zurückerhalten kannst. Als Königin ist mein Platz hier. Sicher, aber du musst doch deine Ländereien besuchen. Ich werde nichts tun, was du mir sagst. Ich tue alles für dich. Das ist mir egal. Und jetzt geh mir aus den Augen. Es dauert auch nicht lange. Ich bleibe hier. Das ist keine Verhandlung. Oh Mann, du bist echt anstrengend. Wenn ich mit dir zu der Höhle komme, lässt du mich dann in Ruhe? Natürlich. Und du betrittst nie wieder unsere Insel? Klar. Na gut, dann gehen wir. Larry, du hast wirklich... Larry! Oh je. Pie, du musst zum Arzt. Nein, alles okay. Liegt sicher an der Luftfeuchtigkeit. Oh je, Katastrophe. Yay, sie ist da. Perfekt. Hast du vielleicht eine Idee, wie das alles funktioniert? Ich wollte überhaupt nicht hier sein. Sekunde, ich finde das schon selbst raus. Pi, hilf mir. Nichts da, du bist auf dich gestellt. Was? Boah, mir wird schwindelig. Okay, was ist das hier alles für Zeugs? Okay, hier ist noch ein Tank. Ich glaube nicht, dass ich den aufbrechen will. Wir haben oft genug geredet. Die Höhle ist echt groß. Irgendwie fühle ich mich diesem Lebewesen verbunden.
Alter. Okay, was muss ich jetzt machen? Na, Klassiker. Die Höhle ist echt groß. Das ist aber ein komischer Gnom da drin. Da greife ich nicht rein. Irgendwie fühle ich mich diesem Lebewesen verbunden. Ich glaube nicht, dass ich den aufbrechen will. Okay. Sie war schon immer meine Königin. Wir haben oft genug geredet. Okay, ich bin... stehe schon wieder auf dem Schlauch. Das ist eine fremdartige Apparatur, von der ich nichts verstehe. Ich sollte sie anfassen. Mal sehen, was das hier bewirkt. Oh je. Das könnte eine Maschine sein, die die totale Selbsterkenntnis auslöst. Aber wie schließen wir dich nur daran an? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich würde dich nicht dazu überreden, wenn es gefährlich wäre. Du hast mich auf diese Insel geschleift. Schon vergessen? Du bist freiwillig hier. Ich würde lieber wieder zurückgehen. Okay, Kompromiss. Ich schalte die Maschine nur ganz kurz an. Ein Kompromiss wäre, dass du mir nicht so heftig auf die Nerven gehst wie damals mit deinem Timberscore. Aber... du kannst dich doch gar nicht daran erinnern. Moment. Du erinnerst dich an alles? Verdammt, ja. Ich bin hier nach dem Sturm auf der Insel gelandet. Der Stamm hat mich gefunden und gesund gepflegt. Bald danach ist mir alles wieder eingefallen. Aber... warum bist du nicht zurückgekommen, sondern hast behauptet, dein Gedächtnis verloren zu haben? Weil ich hier glücklich war. Endlich musste ich mich nicht mit irgendwelchen Typen aus dem Vorstand oder Investoren rumschlagen. Ich konnte ganz ich selbst sein. Und weit und breit keine Männer, die mir erklären wollen, wie man etwas zu tun hat. Dann bist du auf einmal aufgetaucht. Was inzwischen alles passiert ist, weißt du aber nicht? Nein, es interessiert mich auch nicht. Okay, was ist nach der Explosion auf Kenkam passiert? Ich sollte die Tochter des Bürgermeisters heiraten. Was? Und du hast dich darauf eingelassen? Zu diesem Zeitpunkt schien es mir irgendwie logisch zu sein. Erst steigst du mir tagelang nach und dann willst du eine andere heiraten? Das ist jetzt kein Grund, eifersüchtig zu werden. Sehr gut. Ich bin nicht eifersüchtig. Wie zum Teufel bist du dann auf der Insel gelandet? Ich bin in einen fürchterlichen Sturm geraten. Und dann bist du hier im Archipel angeschwemmt worden? Genau wie ich? Das ist ja ein total unglaubwürdiger Zufall. Es ist einfach Schicksal. Was hast du dann die ganze Zeit auf der Insel gemacht? Die Gouverneurin flachgelegt. Bobby Marley? Das hat sie mit sich machen lassen? Ja, hey, die hat damit angefangen. Eigentlich wollte ich gar nicht. Das kannst du mir nicht erzählen. Okay, stimmt. Oh, ich habe auf der Insel auch meine erste Stalkerin. So eine asiatische Frau. Die verkleidet sich sogar, um immer ganz nah bei mir zu sein. Aber ich bin zu intelligent, als dass mir das nicht auffallen würde. Was? Wer? Sie hat sogar ein U-Boot. Ich geb's auf. Moment. Wie bist du eigentlich in diesen Sturm geraten? Dein P-Phone hat mir was geschickt. Mein P-Phone?
da war doch was, als der Sturm kam. Da hat es mich doch gefragt nach meinem Notfallkontakt. Und der Name, der mir einfiel, war Larry Laffer. Wer sonst, Baby? Die selbstlernende KI. Ich dachte, der Algorithmus wäre vernichtet worden. Mit dem P-Phone versunken. Ich habe ihn dir geschickt. Was hast du mit ihm gemacht? Habe ich den vielleicht in der anderen Hose? Larry, Fehlfunktion! Scheiße. Nein. Sys 64738. P, ich mache mir langsam Sorgen um dich. Faith, weißt du, was mit ihr los ist? Ich weiß nicht, Larry. Aber auf diesem Gerät ist nun mein geheimer Algorithmus gespeichert. Er darf nicht in falsche Hände gelangen. Das nicht auszumalen, was dann geschehen könnte. Nicht gut. Das ist ja perfekt. Ach, Scheiße. Huch. Na super. Nein, nicht die. Miss Les, Sie haben offenbar Ihre Erinnerung zurück. Gute Arbeit, Larry. Danke. Langsam wird das Stalken schon etwas unheimlich. Ja, das ich stalke dich nicht. Aber du bist doch dauernd hinter mir her. Ja. Weil ich deine Geheimnisse rausfinden muss. Wie intim soll es mit uns denn noch werden? Moment, ihr hattet Sex. Mehrmals. Ja, Ruhe, stimmt. Genug jetzt. Das ist echt dich geil. Brauche ich nicht mehr, Larry. Du hast deinen Zweck erfüllt. Oh, jetzt Scheiße. Kann ich Miss Les zu Mr. Wong bringen. Und mein Auftrag ist erfüllt. Wer ist das denn? Der Chef von Prune. Was? Tja, du hättest ja auch zurückkommen können, statt dich hier bei einem Stamm lesbischer Kannibalinnen zu vergnügen. Larry, du bist unmöglich. Du bist der schlimmste Schürzenjäger, den ich kenne. Jetzt übertreibst du aber. Sei still, sie darf nichts über den Algorithmus erfahren. Ich habe Kannst bloß du schwimmen, Larry? Klar. In Lava? Lassen Sie ihn einfach laufen. Dieser Dummkopf hier weiß von gar nichts. Okay. An dem brauchen Sie sich nicht die Hände schmutzig zu machen. Oh, das macht mir gar nichts in aus. Lava? Im Gegenteil. Ich werde es genießen. Nein, ey, Moment nicht. Mal. Larry, nein! Ach, come on. Nari, wir müssen ausliefern. Sofort. Aber wir sind doch mitten im Beta-Test. Der P-Bot ist doch lauffähig. Ja, er läuft. Also, er fällt nicht mehr so oft um wie zuletzt noch. Dann können wir ihn auch verkaufen. Aber es fehlt noch die Zertifizierung nein, der Behörden. Bitte nicht. Was, wenn wir noch ein Codefragment darin haben, das gegen irgendwelche Spezifikationen verstößt? Ich habe gerade vorhin noch eine Fehlfunktion gefunden, durch die der P-Bot Oralsex an einem Steingolem vollführt hat. Wenn so etwas passiert, könnte der P-Bot aus den Läden genommen werden. Und oh wir je. Müssten das Codefragment rauspatchen. Das ist mir egal. Wir müssen den P-Bot rausbringen. Es dauert alles sonst zu lange. Jan Mai ist schon auf dem Weg hierher. Wir werden bald die selbsterlernende KI nachrüsten können. Oh, das ist natürlich großartig, aber... Kein Aber! Ein neues Zeitalter beginnt, Nari. Und du warst dabei. Oh, Scheiße. Ich werde es auch direkt beenden. Oh, Scheiße. Autsch! Bist du endlich wieder wach? Was ist passiert? Sie haben Faith entführt. Dann haben sie dich in den Vulkan geworfen. Und das, obwohl ich sie die ganze Zeit angebrüllt habe. Du hattest Glück, dass du nicht in die Lava gekullert bist, sondern in einen erkalteten Lavaschacht. Der hat dich hier reinfallen lassen. Aber bei dem Aufprall bist du ausgenockt worden. Wie lange ist das her? Nicht lange. Gott, wenigstens ist er nicht verdammt. Tot. Ich muss hinterher. Pie? Wo bin ich hier eigentlich? Meinen Sensoren zufolge ist das ein alter KGB-Horchposten. Dann sollte ich mich hier mal umschauen. Wow. Eine geheime Basis in einem Vulkan mit einem Helikopter. Sowas habe ich mir immer gewünscht. Gehört dir aber nicht. Schade. Aber immerhin könnten wir mit dem Helikopter nach New Lost Wages fliegen und Faith retten. Hey,
Gute Idee. Allerdings müssten wir erst nachschauen, ob der Helikopter noch funktioniert. Der hat wohl ziemlich lange hier gestanden. Und du hast gesagt, das ist eine KGB-Basis? So ist es. Der KGB hat Rundflüge auf einer tropischen Insel veranstaltet? Nein, er hat... Nein. Ja, Larry, genau so ist es. Rundflüge. Oh, ein paar meiner Sachen sind wohl beim Absturz in die Lava gefallen. Besser als ich selbst. Dann wären alle Sachen weg. Okay, was haben wir denn hier noch übrig? Die Schlüssel. Mist. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, ich speichere hier. Und sage, bis zum nächsten Part-Video, wie auch immer ihr es nennen wollt. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, einen Kommentar in die Kommentarbox zu hinterlassen. Und bis zum nächsten Mal, euer Agent Nader. Ciao!